Friends, abonniert jetzt den Twitch-Highlight-Kanal und aktiviert diese Glocke, damit ihr bei nächsten Videos benachrichtigt werdet. Nur 12% von meinen Abonnenten gucken diese Videos an. Ich küsse doch eure Herzen. Aktiviert die Glocke, lasst einen Kommentar da für den Algorithmus, damit wir den Kanal nach vorne pushen. Ich küsse eure Herzen, das ist der einzige offizielle Stream-Highlight-Kanal von mir. So. Also. Ich habe meinen Führerschein, 9. Februar. Ich hole ihn ab. Meine Mutter kauft einen Fiat Punto, aber neu. Damals, dieser mit Facelift. Okay? Fiat Punto Facelift 2009. Ich zeige euch den jetzt. Dieser hier, so einer. Okay? Nagelneu. Sie kauft diesen Fiat Punto und sagt zu mir hier, du hast einen Führerschein. Viel Spaß damit. Die Leute, die jetzt schreiben, du hast den Schrott gefahren, ihr habt noch gar keine Ahnung. Erster Tag. Erster Tag. Ich bin über Rot gefahren. Blitz. Eine Woche später. Ich fahre im Duisburg Forum. In die Tiefgarage rein. Und du musst so rechts runter. Und ich habe die Kurve zu eng genommen. Und ich habe einfach die Seite komplett hops genommen von diesem Auto. Da waren Kratzer hoch 20. Ich habe dieses Auto auseinandergenommen. Ich denke mir so, scheiße. Und die Sache ist, ich wollte gar nicht im Forum in die Tiefgarage fahren. Ich wollte einfach nur irgendwo parken, aber die Leute hinter mir haben mich so, die haben mich so gehetzt, weißt du? Und ich war dann so in Eile und ich bin dann in die Tiefgarage gefahren. Dann fällt mir auf, ich habe kein Portemonnaie dabei. Ich denke mir, wenn ich jetzt sofort wieder rausfahre, muss ich nichts bezahlen. Ist ja oft bei Tiefgaragen so. War nicht. Ich schiebe dieses Ticket da rein, er sagt zu mir 1 Euro. Ich habe diesen Euro nicht. Ich denke mir, scheiße. Angerufen, bitte komm vorbei. Dann ist meine Mutter gekommen mit einer Bekannten, hat gesehen, ich habe das Auto auseinandergenommen. Dann war die schon sehr abgefuckt und traurig und hat mir verboten, dieses Auto zu fahren. Und sie ist mal morgens um 6 Uhr arbeiten gegangen. Und so kommt es, dass ich zu Hause bin, abends telefoniere mit Freunden, ein Kumpel von mir, sagt dann so zu mir, ey, lass mal heute noch was starten und so, pipapo. Wer von euch kennt Morning? Ihr wisst ja, was ein Laufhaus ist. Ein Bordell. Und wenn man das nicht drinnen macht, sondern draußen auf der Straße, man sagt auch Straßenschild dazu, das ist Morning. Duisburg Zoo. Und das ist ein großer Parkplatz beim Zoo. Und dann standen diese Damen dann da halt so. Ich war frisch 18 so und die Jungs auch. Und wir haben halt nachts versucht so Action zu erleben. Und wir sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, wir fahren da vorbei und wir veräppeln die so ein bisschen. Nur die Sache ist, wenn du mit mehreren Leuten da durchgefahren bist, haben die gar nicht mit dir geredet, weil die wussten, ist nichts. Auf jeden Fall haben wir dann eine Decke immer benutzt. Zwei haben sich hinten unter dieser Decke unten versteckt und einer ist gefahren und hat dann witzige Konversationen mit diesen Frauen geführt. Und wir haben uns hinten immer totgelacht. Und diesen Abend hat dann dieser Freund von mir gesagt, ey, lass mal heute Abend wieder Morning ein paar Touren drehen, dies, das. Und das ging so weit schon, dass dort die Männer, die auf diese Damen aufgepasst haben, uns mit Autos verfolgt haben und sonst was. Und an diesem Abend habe ich gesagt, ich darf nicht. Ich habe das Auto heute von meiner Mama auseinandergenommen. Die muss auch morgens arbeiten. Ich kann nicht. Ich darf das Auto nicht nehmen. Und alle so, boah, lame, Langweiler, nimm doch einfach, pipapo, lilalo, hin und her, okay? Ich so, tamam, okay. Ich nehme diesen Schlüssel von meiner Mutter, sammle die Jungs ein. Wir sind 3 Jungs und ein Mädchen. Und wir verstecken uns alle. Einer Kofferraum, 2 hinten und einer dann vorne, okay? Und wir fahren da durch. Und wir lachen uns tot. Jeder macht seine Witze. Der eine hat keinen Führerschein, der weiß nicht mal, wie der Auto bedient. Wir erklären dem so ein bisschen, der sitzt da, er fährt vor, okay? Er fährt, wir erklären ihm, du musst ersten Gang einlegen, zweiten Gang, dies, das. Und er fährt, wieso jetzt zweiten Gang? Er legt den zweiten Gang ein, ist bei der Dame, drückt die Kupplung, bremst, bleibt stehen. Ist aber noch im zweiten Gang. Und er redet mit dir ganz normal und irgendwann er droppt so einen Joke, okay? Wo dann klar ist, dass das Ganze fake ist. Und dann musst du eigentlich ganz schnell weg. Er ist aber noch im zweiten Gang. Er will fahren, Auto so. Dann, unter der Decke von hinten kommt so eine Stimme. Zweiter Gang, Bruder. Und er kann nicht. Dies, das, pipapo.
Und dann kommt so unter dieser Decke so eine Hand, die Gangschaltung, den Steuerknüppel, legt den ersten Gang ein und dann er fährt weiter. Die Frau dachte sich auch so, what the fuck? Wir haben uns totgelacht. Ja, und dann kam wieder dieses Auto mit den Leuten, mit diesen netten Herren, die auf diese Frauen aufpassen und hat uns verfolgt. Und ich bin voll Karacho weg dort. Weggefahren, haben, ich glaube, noch was gegessen und jetzt kommt der Punkt. Ich habe 2 Wochen den Führerschein und ich habe das Auto schon auseinandergenommen, wurde über Rot schon geblitzt. Ich stehe in Duisburg-Ruhrort, La Kirche, stehe ich an der Ampel. Und die Straße macht so einen Bogen. Da ist auch eine Straße, die geradeaus durchgeht, aber da darf nur die Bahn. Also die Straßenbahn fährt so geradeaus und die Autos müssen so eine Straße folgen. Und hier ist am Anfang eine Ampel, in der Mitte ist eine Ampel und am Ende ist eine Ampel. Und hier kannst du nur noch hoch oder wieder runterfahren, also geradeaus nicht. Ich stehe an dieser Ampel mit meinem Fiat Punto, 80 PS, Mördermaschine, okay? Und ein Auto steht neben mir und macht Faxen. Alena2408 schreibt 901er Strecke, genau, 901, La Kirche, okay? Und der drückt so aufs Gas und will so Rennen machen und pipapo und es ist übel am Regnen, okay? Und ich denke mir so, boah, okay, kleines Rennen. Das erste Mal, ich habe meinen Führerschein, ich habe noch kein Rennen gemacht. Ist zwar nicht das beste Auto, aber ein Rennen gewinnt immer der bessere Fahrer und nicht das bessere Auto. Ich schiebe mir so Filme, ich push mich so selber, als ob ich wie bei Cars bin, so dies, das, pipapo, das Auto redet mit mir, ich fühle mich wie MacGyver und Dings zusammen. Das heißt, dieses Auto Knight Rider, Ampel grün, wir geben Gas. Er ist vor mir und ich denke mir so, okay, es ist sehr dunkel und ich kann so lange Gas geben, bis eine Ampel kommt, weil ich weiß, ich fahre ja so eine Kurve und hier kommt eine Ampel. Ich kann bis hierhin auf jeden Fall safe Gas geben, durchziehen und dann muss ich langsamer werden, weil hier geht es ja nur noch rechts und links, geradeaus kann ich nicht, ich muss rechtzeitig abbremsen. Ich gebe Gas und die Strecke kommt mir ultra lange vor, aber ich bin ja auch noch nicht mit dieser Geschwindigkeit gefahren, dies, das. Ich bin wie Knight Rider unterwegs, weißt du, das Auto spricht mit mir, also dreht mich nicht so, ich so halt deine Fresse und gib Gas, pipapo, lilalo. Neben mir Beifahrer sagt so, oh mein Gott, wir werden hops gehen, die hinten, diese eine Ische, die ist am Schreien, der Typ ist am Schreien, okay. Ich gebe Gas, der eine so, gib ihm, der andere sagt so, langsamer, alles viel zu schnell, okay. Die haben die Ampel in der Mitte ausgemacht. Ich sehe eine Ampel, die kommt. Und ich denke, das ist die in der Mitte. Danach kommt noch Strecke. Ich gebe, er bremst ab. Ich denke mir so, ha, ich habe ihn geballert und so. Ich gebe Gas. Päh. Ich gucke, es geht nur noch rechts, links. Da ist aber keine Wand zum Glück. Es geht rechts, links, aber geradeaus so eine Wiese und da ist ein Stromkasten. Ein Stromkasten. Ich sehe das. Ich so, nein. Nein. Vollbremsung. Auto hat kein ABS, kein gar nichts. Hat bestimmt aber so, hat nicht viel gebracht, Bruder. Fiat. Auf die Wiese drauf. Also erstmal über den Bordstein, boom. Auf die Wiese. Und, Bruder, da war so viel Fläche. Da war so viel Fläche, okay? Ich habe den Stromkasten erwischt. Sein Vater. Das war kein kleiner Stromkasten, das war ein großer Stromkasten. Ich habe ihn... Boom. Nur noch Plastikteile überall. Das ist in alle Richtungen zerberstet. Ich komme auf diesem Rasen zum Stehen. Überall liegen Stromkabel. Ganze Stadtteil. Kein Strom. Alles aus. Lichter aus. Alles aus. Ist aus. Ich stehe da. Auto voll am Qualmen vorne. Rechts alles eingedrückt. Fenster war offen. Der eine hat Plastikteil so an seiner Schläfe gekriegt. Also an seinen Kopf, an seine Stirn gekriegt. Hat einen Kratzer, aber sonst niemandem was passiert. Alhamdulillah, niemandem ist was passiert. Ich denke mir, was machst du jetzt? Bruder, da sind überall Kabel und so. Ich fahre von dieser Wiese runter und da gegenüber ist ein Penny-Parkplatz. Ich fahre auf diesen Parkplatz. Das sind so 100 Meter da, ist nicht weit. Ich fahre auf diesen Parkplatz. Bleib stehen. Ich rufe Polizei an. Die Polizei kommt. Ja, was passiert? Ich sage so und so. Die Ampel war aus, ich bin normal gefahren, vielleicht ein bisschen zu schnell, aber so auf jeden Fall in den Maßen. Ich habe gesagt so 68, 70. Ich hatte locker 100, 120 drauf, aber egal. Weißt du, was der sagt zu mir? Ja, wieso stehen Sie denn hier und nicht drüben? Ich sag, weil da Kabel rumliegen. Sagt er, Sie hätten da stehen bleiben müssen. Die Beweisaufnahme ist jetzt verhindert. Wir können nicht mehr die Beweise aufnehmen, wie Sie genau gestanden haben, wie weit Sie gerutscht sind, sieht man nicht mehr.
Sie haben die Beweisaufnahme verhindert. Führerschein ist weg. Ich sag, ich wurde sowieso bei Rot geblitzt, ja, der wäre sowieso weg, egal. Ich gebe den ab, Anzeige. Unerlaubtes Entfernen von Unfallort. Also Fahrerflucht. 8 Monate später oder 9 Monate später ging das vor, nee, sogar elf, ging das vor Gericht. Auto Totalschaden. Stromkasten wurde erneuert, 16.000 Euro auf meinen Nacken. Ich nebenbei Minijob angefangen, das in Raten angefangen abzubezahlen. Verhandlung kommt, ich gehe zur Verhandlung. Ich sag so und so, ich habe selber angerufen, ich wollte nichts verhindern, da war ein Kabel, deswegen bin ich runtergefahren. Sagt der Richter, ja, verstehe ich, aber objektiv gesehen hast du dich vom Unfallort entfernt. Deswegen musst du leider die Strafe kriegen. Der Staatsanwalt hat den gefragt, würden sie das einstellen? Und das war nur so ein Praktikant-Staatsanwalt, der war noch kein richtiger. Der musste das telefonisch abklären und der Typ hat das telefonisch abgeklärt und ich weiß nicht, ob der seine Tage hat, aber er hat gesagt, ich stelle das nicht ein. Und ja, am Ende des Tages 70 Sozialstunden, 3 Monate Fahrverbot, also nee, Führerscheinentzug, 3 Monate Verbot, an das neu zu erteilen. Und ja, das war's. Dann habe ich die Sozialstunden bei einem Fußballverein gemacht. Ich habe dann so die Linien gezogen und so. Hatte schon zu dem Zeitpunkt 10 Monate ja mein Führerschein weg. Plus Probezeit wurde ja von 2 auf 4 Jahre erhöht. Plus diese 10 Monate, wo ich den Führerschein nicht hatte, die zählen da nicht mit rein. Ich hatte 4 Jahre und 10 Monate Probezeit, also fast 5 Jahre. Und hätte ich nur, die haben mir gesagt, wenn du noch einen Punkt kriegst, einen Punkt MPU. Ich habe den Führerschein ja abgegeben, ich muss den ja neu beantragen. Mein Glück im Unglück, weil ich den Führerschein ja so frisch hatte, musste ich den nicht nochmal machen. Ich musste ihn nur beantragen, weil nach Ablauf der 10 Monate war noch nicht ein Jahr vorbei und ich konnte den neu beantragen einfach. Und ich hätte für diesen Unfall 3 Punkte gekriegt damals, habe meinen Führerschein abgegeben und immer wenn du den neu ausgestellt kriegst, kriegst du den mit 0 Punkten. Das heißt, ich hatte trotzdem 0 Punkte dann. So. Aber trotzdem musste ich ein Aufbauseminar machen. Alle hatten Führerschein bei diesem Aufbauseminar, ich nicht. Man muss am Ende von einem Aufbauseminar auch ein bisschen fahren. Ich war der Einzige, der Sondergenehmigung brauchte, dass ich trotzdem fahren darf, obwohl ich keinen Führerschein habe. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. So habe ich meinen Führerschein verloren. Und so habe ich nach 2 Wochen, nachdem ich den bekommen habe, den wieder abgegeben. Auto zerdeppert, alles auseinandergenommen. Meine Mutter war sehr traurig, aber am Ende des Tages kann man sagen, ist eine witzige Geschichte. Ich habe daraus gelernt, wenn ihr diese Geschichte gefeiert habt, könnt ihr gerne jetzt 34,8 in den Chat reinschallern. Das war's. 34,8.